Die Aufzeichnung läuft. Wir sind live sozusagen. Also sind wir nicht live, wir zeichnen nur auf und machen das später vielleicht ins Internet. Who knows? Wir sind auf der KineCon und ich bin total froh, hier zu sein, weil die KineCon sieht nach einer grandiosen und ich würde sagen, nach der grandiosesten Online-Con mit diesen Themen aus, die ich bisher gesehen habe, weil sie auch den Vorteil hatte, von allen, die vorher schon gewesen sind, zu lernen. Und das haben die extrem fleißig gemacht. Und ein geniales Programm und vor allem auch eine geniale Plattform zusammengestellt, die ihresgleichen sucht, was die Ästhetik angeht, die Herzlichkeit des Einladens und dann auch das Programm selbst, finde ich ziemlich beeindruckend und cool. Und vor allem freut mich, dass Vibora ihren Lab heute Nachmittag sogar hier live bringen wird. Und ich kann nicht dabei sein, weil ich auch noch andere familiäre Verpflichtungen habe, was sehr schade ist. Vielleicht bei nächster Gelegenheit. Wir spielen aber heute Getting to Philosophy. Das ist ein noch nicht veröffentlichtes Spiel, wo ich beim Playtest dabei war und deswegen die Gelegenheit habe, das schon spielen zu können. Auf dem It's Full of Online Labs Festival war das auch schon ein gewisser Hit, würde ich sagen. Ich hatte jedenfalls jede Menge Spaß damit. Und die Ergebnisse daraus sind dann auch in das Ergebnis von dem Spiel eingeflossen, wie es veröffentlicht werden soll. Das ist von Jason Morningstar und Lizzie Stark. Lizzie Stark ist bekannt dafür, dass sie Bücher zum Thema LARPen vor allem in Nordamerika veröffentlicht hat. Und Leaving Mundania ist, glaube ich, ihr wichtigstes Werk. Und Jason Morningstar hat Spiele wie Fiasco gemacht und Juggernaut. Ziemlich sehr viele coole LARPs und Tabletop-Spiele. Getting to Philosophy wird veröffentlicht in einer Kurzform, Shortform Collection of Games. Kleine, kurze Spiele. Und dazu gehört unter anderem Getting to Philosophy. Die sollen dieses Jahr irgendwann noch herauskommen. Die Grundidee von Getting to Philosophy ist, dass wir alle Personen sind, die ein Argument miteinander ausfechten. Und jeder hat eine sehr starke Meinung zu dem Thema. Wir hatten zum Beispiel öffentliche Investitionen. Eine Person war der Meinung, Transportation, das ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt, wenn es um öffentliche Investitionen geht. Eine andere Person war der Meinung, nein, öffentliche Gebäude, das ist das Wichtigste, wo rein investiert werden muss. Dann argumentiert man. Klingt nach hartem Tobak, was man da diskutieren soll, aber man hat zum Glück eine Hilfe und die heißt Wikipedia, wo man alles nachschlagen kann, was es an Wissen in der Welt gibt. Und das Problem ist nur, man darf nicht irgendeinen Wikipedia-Artikel benutzen, sondern man hangelt sich von einem zufällig startenden Wikipedia-Artikel los. Und darf immer nur dem ersten Link folgen zu dem nächsten Artikel. Man darf nur Argumente, wenn man dran ist, zu argumentieren benutzen, aus der einen Wikipedia-Seite, auf der man ist. Und wenn das ein australisches Rugby-Team ist, dann muss man halt gucken, wie das zusammenhängt mit öffentlichen Infrastrukturinvestitionen. Manchmal muss man das ein bisschen dehnen. Das Schöne ist, wenn man immer dem ersten Link folgt, werden die Konzepte immer abstrakter. Und daher ist die Gewinnbedingung, wenn man Philosophie erreicht hat. Weil das ist ja der Ursprung von allem Wissen, die Philosophie. Und tatsächlich, zumindest die englische Wikipedia führt relativ zielführend irgendwann zu Philosophie. Unsere Erfahrungen mit der deutschen Wikipedia waren, dass es nicht ganz so zielführend ist. Deswegen gibt es noch eine zweite Möglichkeit, das Spiel zu beenden, und das ist, wenn man in eine Schleife gerät. Wenn man irgendwann wieder im gleichen Artikel ankommt, dann hat man das Spiel auch gewonnen. Was heißt gewonnen? Die anderen sehen endlich ein, dass das eigene Argument doch das Beste war und müssen alle voller Demut erklären, wie sie sich so haben täuschen können. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir durch Wikipedia streifen, ohne in Schleifen in Philosophie reinzugeraten. Und für den Fall gibt es zum Glück noch eine dritte Bedingung, wie das Spiel endet, nämlich wenn 30 Minuten Spielzeit vorbei sind. Sonst kann das dauern. Ist bestimmt auch spannend, mal zu spielen und zu sagen, wir nehmen uns diese letzte Bedingung weg und gucken einfach, wie weit wir kommen. Ja, keine Ahnung. Das könnte man auch mal ausprobieren. Genau, das ist ungefähr das Konzept. Es ist also relativ kurz und trotzdem ist wichtig, was wollen wir mit dem Spiel erreichen? Wir wollen Spaß haben. Wir wollen einen leichten und einfachen Start uns in den Tag gönnen und ein paar Leute kennenlernen, die hier mitspielen. Darauf freue ich mich und dass ich euch dabei habe. Der Ton ist entsprechend ziemlich over the top, ziemlich schräg in dem Spiel. Es ist,
Die Idee ist es, sehr ernst in seinem Argument zu sein. Aber manchmal kann man sich das Lachen nicht verkneifen, kann ich nur sagen. Was so ernste, also schwierige Themen, die vielleicht nicht jedem zusagen angeht, ist jetzt vielleicht auch offensichtlich, dass es um toxische Debattierkultur geht. Das sollte man beachten. Wir hören uns sicherlich zu, aber nur, um Argumente für die eigene Sache rauszugreifen. Also es ist keine, es ist eine gewaltvolle Kommunikation definitiv, die wir da betreiben werden. Es ist eine, wo man nur gewinnen will und nicht zuhört und auf keinen Fall irgendwie auf den anderen eingeht oder sowas. Also außer eben im Sinne von, ihn zu widerlegen, ihn aus dem Konzept zu bringen. An Safety Tools haben wir natürlich die offene Tür. Also wer mitten im Spiel keine Lust hat, der geht einfach raus und verabschiedet sich eben schnell, vielleicht im Chat oder im Discord, das ist alles kein Problem. Nur damit wir uns keine Sorgen machen, warum ihr plötzlich weg seid, oder ihr sagt einfach auch schnell, ich glaube, ich bin raus. Überhaupt kein Problem, Menschen sind immer wichtiger als das Spiel und daher sind wir, ist das völlig okay, jederzeit zu gehen. Die X-Karte ist da, die würde ich einfach verbal sagen und sobald jemand ein Thema aufbringt, wo man feststellt, oh, nee, das ist eine Richtung, die will ich jetzt gerade gar nicht gehen. Und bei zufälligen Wikipedia-Artikeln kann man es eben auch nicht kontrollieren, in was das kommt. Dann kann man jederzeit X-Karten. Was heißt das auf Wikipedia? Man klickt einfach auf den nächsten Artikel wieder und findet dann wieder was Neues. Ist man in einem Bereich der Wikipedia geraten, der überhaupt nicht funktioniert, dann klickt man auf Random Artikel. Ich denke an Themen wie zum Beispiel, also die immer schwierig sind, wie sowas wie Tod, Selbstmord, gewaltvoller Tod. Solche Themen sind nicht schön. Und wenn wir alle irgendwie damit klarkommen, dann kommen wir damit auch durch und können damit auch öffentliche Infrastruktur diskutieren. Aber wir werden sehen. Und die dritte Möglichkeit hier als Safety-Tool ist, wenn einem ein Artikel nicht zusagt, darf man schummeln. Dann klickt man einfach weiter oder argumentiert irgendwie ganz anders. Niemand sieht, was für Artikel man hat. Darüber im Nachgang zu reden, ist bestimmt sehr lustig. Okay, was gibt es für euch an dieser Stelle für Fragen und was möchtet ihr gerne als zusätzliche Lines and Veils haben, Linien und Schleier, wo ihr sagt, diese Themen, gibt es irgendwas, wo ihr glaubt, das könnte in Wikipedia passieren? Ich benutze jetzt nicht die öffentliche, diese normale Tabelle, die wir normalerweise benutzen, weil das Spiel so eingeschränkt in seinem Inhalt ist, dass ich nicht glaube, dass es Sinn macht, die sich im Detail anzusehen. Gibt es irgendetwas, was ihr ausschließen möchtet? Gibt es sonstige Fragen? Tatjana? Zum formalen Part. Es gilt wahrscheinlich die Regel, dass wir alle dieselbe Wikipedia nutzen sollen. Also alle die deutsche oder alle die englische oder wenn die Chancen so ungleich verteilt sind. Ja, ich würde sagen, da wir alle deutschsprachig sind, machen wir die deutsche Wikipedia. Oder habt ihr ein Bedürfnis danach, auf Englisch zu spielen? Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass wir auf Deutsch spielen, wenn wir alle Deutsch reden. Machen wir die deutsche. Ja. Okay, dann wollen wir uns ganz kurz nochmal genauer mit dem Spiel vertraut machen und vor allem, wie das in der Praxis funktioniert. Und dafür werde ich meinen Bildschirm teilen mit Wikipedia drauf. Dazu muss ich erstmal zu Wikipedia hin. Und dann, ja, genau. Und auf Vollbild gehen, weil meine Lesezeichenleiste ist meine, muss nicht im Internet stehen. Und dann werde ich mal. Okay. Das ist Wikipedia. Wir müssen auf die Startseite gehen. Das Schloss Gödelö, das wäre auch schon ein schöner Startartikel vielleicht. Das Spiel funktioniert so, dass wir als allererstes ein Thema suchen müssen, über das wir diskutieren. Dazu geht jeder auf wikipedia.de. Das könnt ihr auch jetzt schon machen. Ihr könnt aber auch erstmal bei mir bleiben. Wir haben gleich noch einen Moment Zeit und klickt auf zufälliger Artikel, Random Article. Und wir bauen uns aus diesem Artikel, der jetzt kommt, das ist der bei mir die IC 2020, eine Spiralgalaxie vom Hubble-Typ SC, 326 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt, dass wir aus jeder so einen Artikel aufschlagen und uns überlegen, was könnte ein Thema sein, über das wir gerade gemeinsam streiten und
dieser Artikel ist mein Argument, mein Ding, was ich verteidigen will. Das ist noch nicht das, wie ich später argumentieren muss. Das ist erstmal nur meine Meinung. Und hat jemand anders noch eine Wikipedia-Seite für mich, zufälligerweise schon? Dass wir das als Beispiel haben? Ja, ich habe die Gemeinde Lobberschütz. Was ist die Gemeinde Lobberschütz? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, was du gerade gesagt hast mit dem ersten Artikel. Alles klar, genau. Wir spielen es einmal gemeinsam durch und machen danach es nochmal fürs Spiel. Tatjana, du hattest den Gemeinde Lobberschütz? Oder Vibora, warst du das? Tatjana. Tatjana. Was ist der Gemeinde Lobberschütz? Das ist eine Gemeinde im Norden des thüringischen Saale-Holz-Landkreises und Teil der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Hamburg. Alles klar. Okay, also wir haben eine thüringische Gemeinde und wir haben eine Spiralgalaxie im Sternbildnetz am Südsternhimmel. Wenn jetzt nur Tatjana und ich spielen würden, müssten wir uns aus diesen beiden Artikeln überlegen, über was streiten wir gerade. Und ich würde sagen, das ist so das Kleine und das Große, sehe ich da. Tatjana, siehst du andere Gemeinsamkeiten? Viele. Ja, man könnte auch mit Orten spielen. Also Orte. Jemand aus einer kleinen Gemeinde und jemand aus einem ganz entfernten Weltraum. Genau. Lebenswerte Orte. Wäre das ein schönes Thema? Wo lebt es sich am besten? Jetzt würde jeder aus seinem Random Article überlegen, wo lebt es sich am besten? Wie kann man das argumentieren? Und mein Argument aus IC 2020 wäre, der Ort, wo es sich am besten lebt, ist, den man nirgends festlebt, sondern man sollte eigentlich immer nomadisch leben. Man sollte die ganze Welt, das ganze Universum als das Zuhause begreifen. Das wäre mein Argument. Und dieses Argument werde ich jetzt in dem Spiel 30 Minuten lang verteidigen, bis aufs Blut. So ist der Beginn. Dann, wenn wir das so festgelegt haben, klicke ich wieder auf zufällige Artikel und lande auf Ozeane, einem Schiff von 1913 und muss jetzt mein Argument, dass nomadisch Leben das der beste Weg ist zum Leben, der schönste Ort zum Leben ist, verteidigen anhand der Ozeane, am Beispiel der Ozeane. Ich darf in diesem Artikel, der ist ja sehr lang und sehr viel, darf ich reinspringen und benutzen, was ich will. Ich würde zum Beispiel sagen, die Seefahrt ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Menschheitsgeschichte. Von einem Ort zum anderen, neue Orte entdecken, Dinge, die eigentlich als abgegrenzt galten, plötzlich werden sie aufgehebelt, eine neue Dimension wird betreten. Das bringt die Menschheit voran. Das ist ein perfektes Argument, um zu sehen, wie zum Beispiel damals die Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft, was die für die Menschheit gebracht hat an Öffnung, an neuen Impulsen. Ja, also viele Dinge, die im 20. Jahrhundert passiert sind, wären ohne die Ozeane und ähnliche Schiffe gar nicht möglich gewesen. Das ist mein Argument. Jetzt wäre der Nächste dran oder die Nächste und würde für ihren Punkt argumentieren. Was ich in der Zeit mache, während die anderen ihre Argumente haben, klicke ich auf den ersten Link, der nicht in Klammern ist und nicht wegführt von Wikipedia. In Klammern ist wichtig, dass man die ignoriert, weil das sind meistens Hinweise auf die Sprache und dann landet man immer bei Latein irgendwann. Das ist so eine Schleife. Und von Latein geht es zu Sprachwissenschaften und führt man irgendwann wieder zurück zu Latein, weil Latein wird oft, ja, im Deutschen taucht das halt auf. In diesem Fall ist das Kreuzfahrtschiff. Da wir zu fünft sind, klicken wir aber nicht nur einen Artikel voran, wir klicken immer drei Artikel voran. Also ich klicke auf Passagierschiff und hier auf Binnenwasserstraßen. Wir argumentieren jetzt einmal im Kreis, jeder kommt einmal dran, dann ist es wieder mein Zug und jetzt bin ich bei Binnenwasserstraße. Ihr anderen habt mir viel erzählt, ich werde das alles widerlegen mit dem Artikel Binnenwasserstraße. Ja, muss ich mal gucken, was ich damit mache. Wie sieht's aus? Habt ihr ungefähr ein Gefühl, wie das funktioniert? Gibt es Fragen? Vibora, könntest du spielen an dieser Stelle? Cool. Alles klar. Dann teile ich meinen Bildschirm jetzt nicht mehr und sage, habt ihr Lust, Getting to Philosophy zu spielen zusammen? Entschuldige, ich war stumm geschaltet. Ich habe noch eine Frage. Ja, gerne. Wenn
Ich würde den zweiten, die zweite Verlinkung in dem Artikel nehmen, wenn ich auf der ersten schon war, damit ich nicht in die Schleife komme, oder? Wenn du eine Schleife erreichst, hast du das Argument gewonnen. Okay, gut. Das wirst du uns dann mitteilen. Wahrscheinlich werden wir es erraten. Wahrscheinlich musst du es gar nicht konkret sagen. Wir werden es spüren und dann werden wir alle einsehen und alle nochmal einmal sagen, warum du so recht hattest. Okay. Genau. Gut. Dann habt ihr Lust, alle mal einen zufälligen Artikel auf Wikipedia anzuklicken, dass wir ein Argument zusammenbasteln. Dann fange ich mal an und lese den ersten vor. Ich bin beim jüdischen Friedhof Dolny Kubin. Das ist der jüdische Friedhof in Dolny Kubin, einer slowakischen Stadt im Bezirk Dolny Kubin. Wurde Ende des 18. Jahrhunderts errichtet. Auf dem jüdischen Friedhof mit hunderten Gräbern sind sehr viele Grabsteine beschädigt. Das ist sehr traurig, aber so ist das manchmal in der Philosophie. Da muss man auch mit sehr schwierigen Themen sich auseinandersetzen. Tatjana, was hast du für einen Artikel? Ich bin bei Angelika Grieser aus Schwäbisch Gmünd. Die war bei Olympia und ihre Spezialität war das Rückenschwimmen. Sie gewann mehrere deutsche Meisterschaften. Wow. Ich habe Victor. den besten Achso. Oh, wie Artikel. Bora. Ja. Mein Wikipedia hat mir erstmal schön einen Anatomieartikel gegeben. Also ich studiere Medizin, für die, die das nicht wissen, deshalb feiere ich das gerade sehr. Und zwar habe ich den Peritonealraum. Den kanntest du vorher schon? Da, natürlich. Also das ist die Bauchhöhle, da wo die ganzen Organe drin rumschwimmen. Oh, geil, ja. Falsche Frage. Kanntest du das? Ja. Cool. Okay, also wir haben einen Bauchraum, wir haben einen jüdischen Friedhof und wir haben eine Olympiateilnehmerin. Bisher. Jesko, was haben wir noch? Ja, ich bin bei Guindulungan gelandet. Das ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Maguindanao. Und die ist in 11 politische Baranggays eingeteilt, Elf die alle politisch. unterschiedliche Namen haben. Ja. Und Viktor, wo bist du? Ich bin bei Gaius Julius Polybius. Das war ein einflussreicher römischer Freigelassener unter Kaiser Claudius, also 47 nach Christus. Oh, also noch was Historisches. Also wir Oh sind Gott. in verschiedenen Teilen der Welt. Jetzt. Um was soll es gehen? Hat jemand eine Idee, worüber wir streiten könnten? Könnt ihr noch mal kurz sagen, weil ich habe es jetzt schon wieder vergessen bei manchen, was ihr hattet. Gerne. Ja, also ich bin auf einem jüdischen Friedhof in der Slowakei gelandet. Okay. Ich habe was von der Anatomie, also dem Peritonealraum. Ich habe eine Olympiateilnehmerin. Ich bin auf den Philippinen in einer Stadtgemeinde. Und nicht im alten Rom. Man könnte über den Sinn des Lebens diskutieren. Der ist gut, ja. Der ist gut, ja. Wie kommst du von diesen fünf Sachen auf den Sinn des Ich studiere Philosophie. Oh mein Gott! Oh nein, jemand hat von Anfang an gewonnen. Ja. Ich habe auch Philosophie studiert. Oh, Ja. okay. Aber nur als Nebenfach. Ich verliere. Ja, Sinn des Lebens, genau. Also ich hatte zu Sinn des Lebens und dem jüdischen Friedhof, ich denke an den Tod natürlich. Und ich denke an die Achtung derjenigen, die vor uns gegangen sind. Das wäre mein Argument. Das ist der Sinn des Lebens, ist es, die zu achten, die vor uns da gewesen sind. Also für mich macht Sinn des Lebens Sinn. Ist das für alle gut? Also ich finde es schwierig. Also ich habe noch gar keine Idee, aber wahrscheinlich kommt die auch gleich. Ja, genau. Wir gehen ja mal rum und können ansonsten uns ja auch gegenseitig helfen. Also, ich schreibe das übrigens auch auf. Ich kann das nur empfehlen, die Argumente der anderen, weil manchmal muss man die, ist, sind die etwas kryptisch in den ersten Argumentationen. Also bei mir geht es darum, ich finde, der Sinn des Lebens ist es, man sollte seine Talente ausbilden und auch danach streben, also so doll wie möglich versuchen, besser als die anderen zu sein, auch wenn man es am Ende gar nicht schaffen kann.
aber einfach nur das Versuchen, dass darum geht's. Genau, total falsch, aber ja, nachvollziehbar. Hallo Gerrit, es gibt keine falschen Meinungen. Genau, aber meine ist die richtigste. Ja, richtig. für mich ist der Sinn des Lebens ganz eindeutig, auf seinen Körper, also auf seinen physischen Körper gut aufzupassen und ganz gesund zu leben, damit man so lange leben kann, wie es nur irgendwie geht, durch gesundes Leben und Äpfel essen und Yoga. Ja, könnte man meinen, ja. Also ich glaube, bei mir wäre es einfach Freiheit. Das wäre so das Offensichtlichste dann als Freigelassener hier. Ja. Gefangenschaft ist böse und Sinn des Lebens ist, frei zu sein. Bis auf die ganzen Sklaven, die dieser römische Freiherr wahrscheinlich hatte. Victor hatte einen Freigelassenen. Genau, er war freigelassen. So, ich dachte, das wäre irgendein Titel, der sowas wie... Lehnsherr, Adelsherr, Freigelassener. Ach so, also der war mal ein Sklave und wurde dann freigelassen? Was er war, steht da nicht genau. Er steht nur, er wurde freigelassen und dann war er irgendwie Berater des Kaisers. Alles klar, also, alles klar. Jemand, der die Freiheit wirklich sehr zu schätzen wusste. Ja, genau. Also ist ja alles ganz, ganz schön, aber wir wissen auch alle, das höchste Ziel ist, dass einmal was aus einem was wird. Also, dass man was erreicht im Leben. Und ich meine, so das Allermindeste wäre schon, in irgendeiner Stadtgemeinde mal Bürgermeister zu sein. Aber eigentlich muss man viel, viel höher hinaus. Also, ist ja klar. Ja. Natürlich könnte man das denken. Hervorragend. Wir sind startbereit, würde ich sagen. Und wir können, weil wir alle Rollenspielende sind, können wir natürlich uns überlegen, inwiefern auch unsere Meinung uns stark prägt und wir entsprechend, ich vielleicht als Achtung des Lebens, ein eher besinnlicher Typ bin, der viel nachdenkt über die Verstorbenen. Sowas kann man überlegen für den eigenen Charakter. Man kann aber natürlich auch für etwas argumentieren und ganz anders drauf sein. Und selbstverständlich können wir das im Spiel adaptieren, wenn wir feststellen, das ist uns zu anstrengend, was wir uns da überlegt haben. Wir gehen einmal im Kreis rum. Das Problem ist bei Zoom, wir sind immer anders ansortiert. Also wir können nicht sagen, wir gehen jetzt im Uhrzeigersinn rum, weil bei mir ist Vibora links und Tatjana rechts und Victor unten und so. Das ist immer anders bei allen. Daher können wir das nicht darüber machen, sondern wir sollten jetzt eine Reihenfolge festlegen, in der wir argumentieren. Und ich würde sagen, ich fange an und dann... Ja? Tut mir total leid, ich müsste mal ganz fix austreten. Bin in 2 Minuten wieder da, ist das für alle in Ordnung? Bis dahin streiten wir über die Reihenfolge, in der wir argumentieren. Perfekt, ihr dürft mich auch einfach festlegen. Bis gleich. Ja. Also da ich ja gerne versuchen möchte, auch wenn ich dann gar nicht unbedingt gewinne, würde ich ja eigentlich lieber Zweiter sein. Aber na gut, Dritter ist jetzt ausnahmsweise auch okay. Ich habe es ja versucht, dafür zu argumentieren. Müssen wir etwa jetzt alles wieder von vorne machen? Also wirklich. Genau, das wäre, würde ich sagen, das können wir uns als Reihenfolge einfach dann dort merken und dann gehen wir halt im Kreis herum. Hey, das mit der Leertaste funktioniert irgendwie nur in 50% der Fälle. Ich glaube, du hältst die auch gedrückt. Ja. Ja, ich stimme dir zu. Also mir geht es auch so, dass es nicht so super funktioniert. Also nicht so super wie bei anderen Servicen, wo ich das kenne. Ich wollte doch sagen, juhu, ich habe das letzte Wort. Ich glaube, man muss echt eine Weile gedrückt halten, bevor das losgeht oder so. Also ich probiere es jetzt gerade. Und dann... Ja, und man muss halt im Fenster sein. Und das nervt mich vor allem, weil ich ja auf Wikipedia unterwegs bin. Jetzt geht's gar nicht mehr. Naja, egal. So, die... Fangen wir jetzt schon mit diesem an oder erst mit dem nächsten dann für die Diskussion? Mit diesem Artikel, den wir jetzt schon haben? Wir klicken jetzt alle nochmal zufällige Artikel und das ist unser Startpunkt. Also ihr könntet das jetzt alle schon mal machen und euch schon mal richtig reindenken. Dann haben wir einen Startvorteil gegenüber Jesko. Das ist doch gut. Das ist gut. Und der muss auch noch direkt als Zweiter ran, wie gemein. Das haben wir wieder gut gedeichselt. Ah, ich habe was Schönes. Sehr schön. Ja, ich
Wollen wir sagen, wer wir sind oder wo wir sind? Oder sind wir sowieso immer in einer WG und diskutieren darum? Also das Spiel ist kurz und fix genug, als dass da gar nicht drüber diskutiert wird, wer wir sind und was wir sind. Aber wir können das, wo wir gerade einen Moment haben, können wir auch noch gerne sagen, ob das ein Kongress ist zum Sinn des Lebens, auf dem wir sind, oder ein Online-Kongress. Ansonsten bleibt das Ganze relativ flach, was die Charaktere angeht. Juhu! Also, wir haben fertig diskutiert und deine Meinung ist falsch. Meine Meinung ist falsch? Ja. Ihr habt schon angefangen ohne mich. Wir sind schon fertig. Wir sind schon fertig mit der Diskussion. Nein, alles gut. So, dann sind wir alle komplett. Jeder hat einen neuen Wikipedia-Artikel geöffnet. Jesko, du warst nicht da. Also wieder über zufälligen Artikel, ne? Genau. Jawohl. Und jetzt würde ich sagen, können wir von mir aus loslegen. Wir haben 30 Minuten Zeit, also sagen wir bis 11 Uhr. Um 11 Uhr beenden wir die Diskussion und dann gehen wir noch, können wir noch kurz über das Spiel reden und dann ist es vorbei. Seid ihr bereit? Sehr schön. Dann beginne ich. Also, meine lieben Freunde, schön, dass wir zusammengekommen sind, über den Sinn des Lebens zu diskutieren. Und ich kann euch sagen, ich habe ihn entdeckt. Das Wichtige, das einzig Entscheidende für den Sinn des Lebens ist, das Leben zu achten. Und zwar von denen, die schon aus dem Leben geschieden sind vor allem. Von denen gibt es nämlich viel mehr als die, die wir jetzt gerade hier sind. Ungefähr doppelt so viele sind das nochmal. Ja, und was gibt es da für gute Beispiele? Ich kann euch eins Entscheidendes sagen, ein wirklich gutes Argument. Und das ist die Musik. Schauen wir zum Beispiel die klassische Filmmusik an. Filmmusik. Was wäre ein Film ohne die Musik? Musik ist etwas, was jemand zum Ausdruck gebracht hat und dann abgeschlossen hat. Etwas, was eigentlich vergangen ist, aber in uns weiterklingt. Und dieses Weiterklingen, das ist das, was den Sinn des Lebens ausmacht. Alle, die vor uns waren, klingen durch uns hindurch. Wer komponiert, klingt in die nächste Generation, in alle, die noch kommen werden. Kann ich nur sagen. Oder lieber werter Kollege, seht ihr das an? Ah, naja, also da muss ich jetzt schon nochmal gegenschießen. Also ja, klar, Musik ist was Tolles. Musik ist was Tolles, auf jeden Fall. Und klar sollte man vielleicht auch irgendwo darauf achten, was in der Vergangenheit liegt. Aber vielmehr geht es doch um das, was in der Gegenwart liegt, was den Einzelnen angeht, was man erreicht hat, um gleich mal bei der Musik zu bleiben. Wenn man zum Beispiel sich mal Chris Wood anschaut, einen sehr bekannten Jazzbassisten, der hat was erreicht, der hat Musik gemacht, ja, ist richtig. Aber das, worauf es ankommt, der wurde berühmt, der hat was aus seinem Leben gemacht, der hat Karriere gemacht, der hat Kohle verdient. Darum geht's doch. Ja, also ich finde, mein Kollege, da sind Sie schon mal ganz schön nah dran. Also natürlich haben Sie die Wahrheit jetzt nicht ganz, ganz getroffen, aber dafür bin ich ja da, um die zu erklären. Die Sache ist nämlich die, der Sinn des Lebens, also man könnte so sagen, wir Menschen, wir sind alle wie geladene Teilchen. Und die verlieren natürlich auch ihre Ladung nach dem Tode. Worauf es aber ankommt, ist, dass wir in uns positive und negative Teile in uns tragen. Und dass es deswegen darauf ankommt, dass wir unsere positiven Teile möglichst stärken und auch das im Vergleich zu den anderen Teilchen. Denn nur dann können wir wirklich wissen, dass wir etwas gemacht haben, was wirklich Sinn hat. Das sind ja ein paar interessante Punkte, werte Kollegen, die Sie da anbringen, aber der einzig wahre Sinn des Lebens ist ganz offensichtlich die Freiheit, die wir als Menschen genießen. Und das ist ganz so klar zu sehen, zum Beispiel in der Kunst, in der Malerei. Das ist doch der Ausdruck der Freiheit und der Sinn des Lebens. Zum Beispiel der berühmte Maler Philipp Haller aus Innsbruck, ist überall hingereist, hat hunderte von Kunstwerken erschaffen,
für verschiedenste Art und Weisen. Er hat seine Freiheit wirklich ausgelebt, als er hat verstanden, was der Sinn des Lebens ist, werte Kollegen und Kolleginnen. Also, ich möchte nicht auf das eingehen, was mein Vorredner gesagt hat, weil das hat überhaupt gar keine Relevanz. Aber das, was meine Vorrednerin gesagt hat, da kann ich wirklich sagen, die positiven und die negativen Teilchen. Vor allen Dingen möchte ich da nochmal auf das Werk von Herrn Norbert Pietralla eingehen. Das war ein berühmter deutscher Kernphysiker. Ja, die Kernphysik ist nämlich sehr wichtig für den Sinn des Lebens. Denn die Kerne, Sonnenblumenkerne, Walnusskerne, Haselnusskerne, sind wirklich einfach ein essentieller Bestandteil einer gesunden Diät. Und es ist eigentlich fast unmöglich, eine gesunde Ernährung aufzustellen, ohne eben Kerne mit einzubeziehen. Und wir wissen ja alle, dass es im Leben darum geht, diesen unseren Tempel, unseren Körper möglichst instand zu halten und immer gesund zu halten, damit wir möglichst lange etwas davon haben und möglichst lange leben können. Ja, aber dann kommt man ja gar nicht mehr zum Philosophieren, wenn man die ganze Zeit dabei ist, seinen Körper zu stählen. Also ich glaube, Sie haben den Kern der Sache nicht getroffen. Also bei so vielen Kernen. Ich kann nur sagen, wir müssen an dieser Stelle wirklich nochmal einen Schritt zurücktreten und auch mal wirklich versuchen, das Problem als Ganzes anzusehen. Der Sinn des Lebens. Da können wir nicht zwischen Dingen wie Teilchen hin und her schalten. Wir können nicht auf das Leben von irgendwelchen Musikern irgendwie uns drauf reduzieren lassen. Wir müssen abstrakter denken. Das ist wichtig. Und in diesem Fall heißt das zum Beispiel von Musik auf die Kunst, auf Kunstgattungen sich zurückzuziehen und zu schauen, welche Kunstgattungen haben in der Menschheitsgeschichte eine besondere Rolle gespielt. Ja, von Hellenismus, Barock, Jugendstil. Wir haben Biedermeier gesehen. Wir haben im Schauspiel unzählige Varianten und Formen der Ausdrucksweisen gesehen. Und die sind alle überliefert. Überliefert von unseren Vorfahren, von denen, die vor uns gekommen sind und wir, zu denen wir auch zählen werden für alle Zukünftigen. Nichts ist wesentlicher für den Menschen, als Vorfahr von jemandem Nächsten zu sein. Ja? Darum ist der Wunsch ja auch danach, eine weitere Generation selber oder als Gesellschaft in die Zukunft zu treten und dadurch das Sein und damit den Sinn des Lebens als Ganzen zu widmen. Momentan zum Beispiel hervorragend sichtbar in der digitalen Kunst, die sehr stark darauf Wert legt, auch präserviert zu werden, oder? Ja, also ich muss schon sagen, werter Kollege, mit dem Bereich Kunst schneidest du natürlich was sehr Wichtiges an. Kunst ist ja im Grunde präservierte Lebens, ja, alles, was man im Leben erreicht hat, kann ich ja auch durch Kunst darstellen. Kunst ist ja einer der Wege. Ein anderer der Wege wäre, und das funktioniert ja nebenbei bemerkt nicht nur für Personen, das funktioniert ja sogar für Städte, sich einen Namen zu machen, der über den eigenen Tod hinaus bekannt und vielleicht auch bedeutsam bleibt. Ein Beispiel dafür wäre die Stadt Pasadena in Kalifornien, die den Spitznamen Stadt der Rosen erhalten hat. Und wer einen Zunamen wie Stadt der Rosen bekommt, der hat doch wirklich was erreicht. Nicht jeder bekommt einen Zunamen, der so wunderschön ist, der von einer so wunderschönen Pflanze inspiriert ist. Und das zeigt doch wahre Größe, wenn man einen Zunamen bekommt, eine Widmung bekommt, die solch große Kraft in sich trägt. Das ist doch alles Firlefanz. Also ich sehe, dass euer Mund sich bewegt, aber diese Argumente, die bewegen sich eindeutig in die falsche Richtung. Ja, tut mir leid, dass ich hier einmal die Wahrheit ausspreche, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Die Sache ist, die einzige Bewegung, auf die es wirklich ankommt, ist die, die man selber im Verlauf seines Lebens vollführt. Und das ist eine Bewegung nach oben, wenn man ein sinnvolles Leben führt. Und es ist eine Bewegung nach oben, die nicht unbedingt danach, also natürlich strebt die danach, oben anzukommen. Aber letztlich müssen wir auch sehen, dass es nicht in unserem Ermessen liegt, ganz oben anzukommen. Dass man vielleicht auch mal eher Zweiter sein sollte. Denn wenn man Zweiter ist, wenn man immer Zweitbester in allem ist und das letztlich dort endet, dann
dann ist man auch viel mehr ein Vorbild für alle anderen. Denn es sagt aus, wir als Menschen, wir sind nicht perfekt, aber wir können dennoch eine ganze Menge erreichen. Und das ist, meine werten Mitstreiterinnen und Mitstreiter, das ist, wonach es sich zu streben lohnt. Ich kann gar nicht glauben, was ich da alles so für Unsinn gehört habe. Ich bin ganz durcheinander von euren wirren Gedanken. Also wirklich. Ich kann mich gar nicht richtig auf meinen eigenen Punkt konzentrieren. Also noch um das nochmal zu wiederholen. Ne? Der Sinn des Lebens ist die Freiheit, ganz klar. Hm? Und das ist so selbsterklärend, ich weiß gar nicht, warum ich da noch was zu sagen muss. Also, Sie könnten meinen Punkt übernehmen. Ich glaube, dann würden Sie auf die Spur kommen. Da bin ich überzeugt. Nein, ich Sie nicht auf Entschuldigung. Es ist doch ganz klar, dass mein Argument das war, das so gut war, dass es aus dem Konzept bringt, also das einzig Wahre sein muss. Also wissen Sie, mein Argument ist das Einzige, an das ich mich erinnern kann. Also muss es ganz klar das Beste gewesen sein. Naja, es gab viele Argumente und alle waren gut, aber das übergeordnete Ziel ist ja klar, das habe ich doch herausgestellt. Also die Freiheit können wir abhaken, glaube ich. Herr Kollege, soll ich dann weitermachen oder? Ja, ich sammle mich noch. In Ordnung. Also, ich möchte nochmal, erst einmal möchte ich sagen, dass ich das Argument von meiner Vorrednerin nicht so stehen lassen kann. Menschen, die sich damit stressen, immer die Besten sein zu wollen oder auch die Zweitbesten sein zu wollen, sind furchtbar gestresst und diese Stressantwort im Körper verursacht einfach sehr viele negative Toxine und Zytokine und Entzündungsmediatoren und führt im Endeffekt zu Burnout. Burnout ist sehr ungesund. Menschen mit Burnout sterben statistisch gesehen 15 Jahre früher als Menschen ohne Burnout. Aber ich wollte eigentlich nochmal auf das eingehen, was mein Vorredner gesagt hat. Und zwar redete er ja von Pasadena. Pasadena ist ja eine Stadt. Das erinnert mich an Kaldenkirchen. Das ist auch eine Stadt. Und Kaldenkirchen klingt fast so wie das spanische Wort Caldo. Das heißt Brühe. Und Brühe ist sehr gesund, ja. Da sind sehr viele Elektrolyte drin, Vitamine, Hühnerfett. Das hilft bei der Grippe, das hilft bei Magenbeschwerden, das hilft bei ganz vielen anderen Krankheiten und sorgt im Endeffekt dafür, dass wir ein längeres und gesünderes Leben führen können. Und das ist doch das, worum es im Endeffekt geht. Ach. Ja, und führt am Ende zu Bauchgeräuschen oder so. Also, ich sag mal eins, eindeutig, sich ausdrücken können. Das ist doch das, was das allumfassende Thema hier ist. Ja? Das, worüber wir alle reden, ist doch, dass es darum geht, sich zu einem Ausdruck zu bewegen. Ob das nun Bauchgeräusche sind oder ob das eine Reputationsfrage hier ist oder sich in Abgrenzung zu anderen glaubt, sich zu definieren zu müssen, also known as Freiheit, whatever. Am Ende geht es doch darum, sich auszudrücken. Und worüber macht man das mit der Sprache? Nun sind wir alle deutschsprachig, daher beziehe ich mich hier auf die deutsche Sprache. Und in der deutschen Sprache gibt es sehr viele Eigenarten, die uns unbewusst sind. Zum Beispiel die Glottonyme. Ja? Ein Glottonym, ja, das hat sich aus dem Germanischen. Wenn man sich die Entwicklung anguckt von Deutsch, ja, das Wort, das kommt aus dem Germanischen und das ist diutich oder duitsch oder tiutsch oder tiusch und daraus entwickelt sich über die Generationen aus unseren Vorfahren heraus, aus den Ahnen heraus, entwickelt sich das, was wir heute als selbstverständlich und als gegeben wahrnehmen. Und das ist genau der Fehlschluss, den Sie alle betreiben, dass sie etwas als gegeben wahrnehmen, was eigentlich durch unsere Vorfahren definiert und geprägt wurde, auch bei denen unbewusst. Ja? Und so
haben germanische Stämme romanische Bevölkerungen aufgenommen und vereint und integriert. Altenglische Elemente sind hinzugekommen, Altfränkische, das Alemannische, das Bayerische, das Thüringische. Alles ist zusammengeflossen zu dem, was wir heute deutsche Sprachen nennen, die uns so eindeutig vorkommen, nicht wahr? Das ist oft das ist der Fehlschluss, den Sie alle aufsetzen. Sehr geschätzter Kollege, jetzt haben Sie sich ja ziemlich verrannt in verschiedene Sprachen und woher die einzelnen Worte jetzt kommen. Ich sehe irgendwie nicht, wie das dem Thema zuträglich sein sollte. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Das Thema ist ja der Sinn des Lebens und wie ich sehe, hat ja jeder hier sehr, sehr gute Argumente. Ich möchte aber sprachlich direkt anknüpfen, denn Sprache ist ja das, was uns ermöglicht, Ruhm zu erlangen, Bekanntheit zu erlangen und auch das nach außen zu zeigen und zu erhalten, was uns letztlich den Sinn des Lebens beschert, nämlich eben Bekanntheit, Ruhm, es zu was bringen. Und um hier vielleicht nochmal ein paar mehr Impulse reinzugeben, wir haben ganz, ganz, ganz viele Gebiete, die dafür bekannt sind, dass dort Leute gelebt haben und Leute geboren wurden, die dort etwas erreicht haben. Ich sage nur, San Gabriel Mountains, San Bernardino County, Greater Los Angeles Area und die Mojave-Wüste. Jawohl, das sind Gegenden, da kommen Leute her, die haben was erreicht, die haben den Sinn des Lebens gefunden und ja, die sind tot, um nochmal auf sie einzugehen. Ja, man wird ihrer gedenken und das ist wichtig, aber viel wichtiger ist, was sie erreicht haben. Also es tut mir sehr leid, dass ich jetzt hier, nein, eigentlich tut es mir nicht leid, denn es ist auch wichtig, dass man hereinkommt und einmal, ich sag mal, Licht in den Nebel bringt und den Nebel ein bisschen verscheucht, damit alle klarer sehen. Und ganz klar ist, ich möchte eine Allegorie heranziehen, und zwar unser Verständnis von der Welt war so, das war lange Zeit sehr, ich sag mal, skizzenhaft. Früher dachten die Menschen, die Welt besteht aus Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und das seien die Grundelemente, aus denen alles aufgebaut ist und so lässt sich die Welt erklären. Und heute ist man viel, viel weiter und hat ein ganzes Periodensystem voller chemischer Elemente. Und genau so ist es auch mit unserem Verständnis vom Sinn des Lebens. Und was ich sehr spannend fand jetzt in der Diskussion, war, dass die Reihenfolge der Sprecher und Sprecherinnen gut auch genauso einen Verlauf gezeigt hat. Denn also vollkommen veraltet würde ich jetzt mal ganz klar sagen, ist so ein Verständnis von, man soll sich nicht anstrengen, denn das führt ja zu Stress und Burnout. Das ist totaler Quatsch, denn natürlich wissen wir alle, wenn wir uns nur zurücklehnen und nur Kerne essen und dann fühlen wir uns leer und tun einfach nichts. Und genauso, dass es diese Annahme, dass es irgendwie darauf ankäme, was nach uns noch bleibt, nein, es kommt dann auf die anderen an, die da noch da sind. Und ebenso möchte ich auch wählen, also mein Vorredner, der ist dann, man kann schon wirklich sehen, der ist schon viel näher dran. Dieses Modell hat sich verbessert und verfeinert, um jetzt hier anzukommen bei meiner Position, die nicht meine ist, sondern die sehr nah ist an der Wahrheit. Einfach, dass wir uns immer, danach streben sollten, aufzuklären, uns zu verbessern und unseren Talenten zu arbeiten. Und das zeigt sich ja übrigens, wenn wir das nicht tun würden, meine Damen und Herren, dann hätten wir gar kein Periodensystem der Elemente. Dann wüssten wir überhaupt nicht, wie die Welt wirklich ist. Also natürlich wissen wir das noch nicht 100%. Und es ist noch weitere Arbeit nötig von ganz vielen anderen. Aber wir nähern uns an. Und das ist nur aufgrund des exakten Mindsets möglich, das ich hier popularisiere. Gut, also. Die ganzen Leute, die berühmt sind, ne, warum sind die berühmt? Weil sie die Freiheit hatten, berühmt werden zu können. Ne? Also, eure ganzen Argumente sind ja schön und gut, aber die treffen auf jeden Fall nicht den Kern der ganzen Sache. Wir können uns mal vorstellen, die
die Welt zum Beispiel, die ist in Schichten aufgebaut, oben ist die Erdkruste, da liegen eure ganzen Argumente, aber im Kern, im inneren Erdkern, da ist die Freiheit, der Sinn des Lebens. Und alles, was da drüber ist in den Schichten, das hat damit zu tun, das ist, kommt dem aber eben nicht nahe. Das ist die Kruste oben drüber. Danke. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele Worte wurden gewechselt. Die meisten davon hätten auch nicht gewechselt werden müssen. Ich möchte jetzt nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt eingehen. Und zwar die Population im Kreis Viersen, 1975 bis 2015. Sie müssen verstehen, im Jahre 1975 hatte der Kreis Viersen 262.714 Einwohner. Im Jahr 2000 waren es genau 300.000 Einwohner. Aber bis zum Jahr 2015 waren es 297.661. Das sind 2.339 Einwohner weniger. Ich bin mir sicher, dass diese Abnahme in der Bevölkerung vom Kreis Viersen nur daran liegt, dass diese Bewohner genau nach ihren Idealen gelebt haben und versucht haben, berühmt zu werden und immer die Chefs in ihrer Firma zu werden und die Besten zu werden und dass diese Leute alle an Herzinfarkt und Burnout gestorben sind. Also, Kollegen, schämen Sie sich, denn Sie haben 2.339 Bewohner vom Kreis Viersen auf dem Gewissen. Ja, das müssen Sie mit ins Grab nehmen. Apropos Grab. All diese Menschen in Viersen sind jetzt auch unsere Ahnen und tragen damit etwas zu uns weiter. Über die Kruste der Erde kommen sie zu uns. Und ich kann nur sagen, es stärkt mein Argument. Ja. Aber kommen wir zurück. Die vergleichende Sprachwissenschaft beschäftigt sich ja genau mit dem Thema, was Sie gerade alle angerissen haben. Die Onomastik zum Beispiel, die erforscht die Entstehung, Bedeutung und Verbreitung von Eigennamen. Oft im Verbund mit der Etymologie behandelt, aber doch eigenständig. Eigennamen, das ist etwas, was unabhängig von uns existiert und doch uns erst den Sinn stiftet, den wir haben. Ohne den eigenen Namen sind wir nichts. Ich bin ich, du bist du. Nur durch unseren Namen. Ansonsten seid ihr alle nur du-du-dus, oder? Ich würde vielleicht ganz gern nochmal, Entschuldigung, Herr Kollege, ich würde gern nochmal auf Ihre Vorrednerin eingehen und einfach nochmal betonen, es gibt eben Leute, die sind ein Höhenzug, die haben es geschafft. Es gibt Leute, die sind Mittelgebirge, von denen wird nie wieder jemand erfahren, aber sie hatten kein schlechtes Leben. Und dann gibt es eben die Leute, die zerbrechen an dem Druck, die sind vielleicht halt eher in Hügelland und haben in, Entschuldigung, wie hieß das Dorf? Naja, da eben gelebt. Solche Leute sind halt eben eher ein Hügelland. Das war es auch schon. Vielleicht möchte der Kollege fortfahren. Ich denke, das Thema ist erschöpfend behandelt. Also, ja, es kann, jeder kann sich ja mal irren. Richtig? Ja, leider ganz erschöpfend behandelt ist es nicht. Ich sehe schon, ich werde, glaube ich, auf lange Sicht mich im Kreis drehen müssen, denn dieselben, es kommen immer wieder dieselben hier, also Fehlschlüsse von Ihnen, aber noch werde ich Ihnen was Neues vortragen, nämlich, also ich werde euch zeigen, wo Sie jeweils falsch liegen. Und zwar ist es, Sie blicken auf eine falsche Ebene. Es ist falsch und vollkommen irrelevant für den Sinn des Lebens, darauf zu achten, wie sich Bevölkerungszahlen entwickeln. Es ist auch nicht Kern der Sache, was unser Eigenname ist, sondern Kern der Sache ist, dass wir letztlich, sind wir alle Substanzen, wir sind Materialien, wir sind Materie, wir sind quasi Stoffe. Und diese Stoffe müssen wir formen oder können wir formen und müssen wir formen. Und nur dadurch wird aus Stoffen, denen kein Sinn inne liegt, nur dadurch erhalten sie einen Sinn. Durch diesen Akt des Vorantreibens. Aber die einzige Möglichkeit, wie wir das vorantreiben, wie man die Stoffe, wie sich ändert und alles, das ist durch die Freiheit. Wenn es keine Freiheit gäbe, dann würde alles stagnieren, dann wäre alles gleich. Versteht das doch mal. Und was,
was sie auch bis jetzt noch nicht verstanden haben, ist das ganze Große. Ne? Also man muss nicht nur auf seinen kleinen Bereich gucken, man muss auch mal in die Sterne gucken. Man muss ja Astronomen das tun zum Beispiel. Die ganzen Himmelskörper ansehen und alles, was da so rum ist, das ganze große Bild erkennen. Und wenn wir das tun, dann sehen wir das Universum an sich, das funktioniert nach einem Plan, das hat keine Freiheit. Das Universum an sich ist nicht frei, aber wir als Menschen, wir als Lebewesen, wir haben die Freiheit, Dinge zu tun, alles zu tun, was wir wollen. Oder zumindest, wenn wir die Freiheit haben. Und dementsprechend ist die Freiheit der Sinn des Lebens an sich. Weil alles, was tot ist, hat keine Freiheit. Danke. I rest my case. Also, Frau Kollegin, Sie haben hier ja schon einige sehr eindrückliche Argumente gebracht. Und ich denke, ich könnte vielleicht einräumen, dass das ein oder andere davon gar nicht so fehlgeleitet ist. Nun, wenn Sie mal vielleicht davon Abstand nehmen, dass die Leute nach oben streben, ist ja sicherlich gut. Das ist ja auch positiv. Wenn man ein besseres Selbstbild von sich hat, lebt man ja auch gesünder. Und das kann ja auch sehr viele gute Auswirkungen auf den Organismus haben. Ja, also, was tot ist, wird niemals wieder leben. Ja, ich glaube, an manchen Stellen mag ich mich ein bisschen verrannt haben. Aber verrennen ist ja gut, weil am Ende stärkt das den Wettbewerb zwischen den Individuen, wie auch unsere Ahnen es vorgelebt haben. Und so muss ich zugeben, dass vielleicht es gut war, hier an dieser Stelle auch einmal zu irren. Und werte Kollegin, ja, dem Wettbewerb seine Chance gegeben zu haben und damit dem Ursprung, dem eigentlichen Sinn des Lebens auch zugewirkt zu haben, effektiert zu haben, um das mal so zu sagen. Ja, vielleicht muss auch ich gestehen, das eine oder andere Mal geirrt zu sein. Trotzdem führt jeder Irrweg letztlich zum Gipfel und ich denke, den Gipfel dieser Diskussion haben wir nun auf die eine oder andere Art und Weise erreicht und jeder hat valide und wichtige Punkte genannt. Jeder davon sollte berücksichtigt werden, aber nun vielleicht können wir uns hiermit auf die Quintessenz des Sinn des Lebens einigen, Frau Kollegin. Das können Sie mir nicht antun. Sie können mich nicht gewinnen lassen. Sie können mich doch nicht. Ich kann doch nicht an der Spitze stehen. Was ist denn dann noch der Sinn, wenn ich bereits alles geschafft habe? Ich glaube, ich verliere meinen Sinn. Nein, sie hat Burnout. Atmen Sie tief durch. Oh nein. Freedom. Ja, jetzt, wo sie weg ist, können wir das wieder zurücknehmen? Nein, Sie haben den Widerstand gewonnen. Sehr gut. Cool. Die sind noch da, oder? Ja. Ja. Ich glaube, die haben nur den Bildschirm aus. Sehr gut, dann mache ich das auch mal eben. Da ist sie wieder, die Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Getting to Philosophy gewonnen. Und zwar right in time. Wie denn jetzt genau, das interessiert mich. Ich habe das nicht kapiert, warum das jetzt dann war. Also wo denn der Loop war, das interessiert mich. Genau. Ich war vorher bei Periodensystem und bin dann bei chemisches Element gelandet. Genau. Und als nächstes wäre ich wieder bei Periodensystem gelandet. Chemisches Element, genau. Und chemischer Stoff. Ihr wisst schon. Aber du warst auf jeden Fall die ganze Zeit in diesen Teilchen. Und ich war die ganze Zeit bei irgendwelchen Scheißorten und Städten und Nordrhein-Westfalen und keine Ahnung. Und es ging nicht höher. Meiner, der jetzt gekommen wäre, den ich gerade auf habe, der heißt Tatsache. Geil! Ich habe einfach die Tatsache. Sehen Sie das ein? Ja, genau. Das ist doch Tatsache. Ich meine, die Freiheit hatte ja auch das letzte Wort und auch das letzte Argument, das nicht widerlegt wurde. Ne? Und da das Streben zurückgetreten ist. Ich habe halt parallel nicht gelesen, dann, dass es dann jetzt irgendwie doch Schluss war. Aber auch bald in der Loop gelandet. Ich glaube, in ein, zwei Artikeln, dann wäre es soweit gewesen.
Ich habe mich immer weiter entfernt. Ja, ich war irgendwie nur noch bei Bergen und tektonischen Gebilden. Also. Oh mein Gott, das mit dem Höhenzug und dem Mittelgebirge war so lustig. Ja, ich hatte halt auch wirklich, warte mal, ich hatte wirklich den Artikel Gebirgszug und hier standen nur Faltengebirge, Hochgebirge, Höhenzug, Hügelland, Orogenen, Horstgebirge. Da habe ich mir einfach nur die Stürzen rausgesucht. Richtig lustig. Aber mein Highlight war die Kruste der Erde. Ja, die war gut. Krieg. Das ich davor war komisch. Dann hatte ich Region. Wie kann man Region? Oh ja, das ist hart. Das ist ein hart. Ja, und dann kam ich von Region auf Erdkruste dann. Da konnte ich wieder was machen. Ja, ich bin halt schnell bei Kunst und Kunstgattung und dann zur deutschen Sprache gelandet und von dort in die Synchronie und die allgemeine Linguistik. Und die allgemeine Linguistik ist eine sehr kurze Schleife. Die führt nämlich zur Sprachwissenschaft und die wieder zurück. Aber da war ich doch schon vorbei. Das war auch super. Ne? Ich hatte immer ein super Argument, wenn Viktor dran war. Und dann kam Vibora. Und dann dachte ich, okay, ja, da kann ich auch noch was machen. Und da kam irgendwas Geschwurbeltes. Und ich dachte, oh Gott, was soll ich jetzt damit anfangen? War voll gut. Kreativ sein und Brühe trinken. Brühe. Ja, schön. Ich hatte halt Fanatiker hier. Ich hatte halt diesen Kernphysiker und der hat mich dann aber ins Unglück gestürzt, weil der erste Link war halt einfach nur der Ort, wo dieser Dude geboren wurde. Und es war dann so, ah fuck, jetzt bin ich bei irgendeinem kleinen Dorf irgendwo. Da komme ich nie wieder raus. Ah, Mist. Ich habe einmal was falsch gemacht, muss ich zugeben. Ich habe beim Also mein erstes Argument war ja irgendwas mit Chemie und beim zweiten Argument habe ich auf zufälliger Link wieder geklickt und kam dann bei einem Richter raus. Ah, ja. Bei diesem zweiten Richter oder so. Und dann habe ich mich entschieden, wieder einfach zurückzugehen zu Chemie und genau. Ja, kein Problem. Schummeln ist erlaubt bei diesem Spiel. Also ich mag das Spiel sehr gerne. Es ist echt mega witzig. Ja, es ist immer wieder herrlich. Also ich habe es jetzt ja 6-7 Mal gespielt oder sowas, aber ich liebe es einfach. Es bleibt ja auch immer spannend, weil du jedes Mal einen völlig anderen Artikel hast, ne? Ja, oder wiederholt sich es irgendwann? Also die Sprache, also mit Sprache musste ich schon sehr viel diskutieren. Hm. Weil, klar, das passiert halt häufig, dass irgendwas gesagt wird. Ist ein deutscher Wissenschaftler und dann ist Deutsch unterschlängelt und dann bist du halt im... Ja, okay, klar. Drin. Gut, aber da kann man ja tatsächlich cheaten und sagen, dann nehme ich ein anderes, ne? Genau, die Variante, die wir nochmal gespielt haben, war Getting to Streit. Da durfte man einen beliebigen Artikel auf der Seite anklicken und dem folgen. Und das Ziel war nicht Philosophie, sondern der Artikel Streit, den man erreichen musste. Es ging um den Putzplan in einer WG. Und das ist auch eine schöne Variante, weil da kann man auch genauso energisch drüber streiten, ob man jetzt mehr Videokameras auf der Toilette bräuchte oder schärfere Putzmittel. Oder mehr familiäres Miteinander. Ja. Da gibt es kein richtig und falsch. Och, ich habe recht. Ich habe so ein ganz ähnliches Spiel hier zu Hause. Das heißt das rhetorische Quartett. Und da geht es aber darum, da gibt es so Karten, das sind so quasi argumentatorische Fehlschlüsse. Oh. Also dann ist da zum Beispiel irgendwie physische Gewalt oder Totschlagargument oder Traditionsargument. Und man muss quasi die Argumente, die man auf der Hand hat, ausspielen. Und das ist ähnlich absurd und ähnlich total bescheuerte Diskussionen. Aber ja, lässt sich bestimmt auch gut verbinden. Wow, das ist so ein hartes Philosophenspiel, Alter. Aber es klingt ziemlich cool. Oh ja, lass uns noch ein Totschlagargument bringen. Gut, ich stoppe mal die Aufzeichnung.